Der Bambi in der Kategorie Legende wird Ihnen präsentiert vom legendären Otto Walkes. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, über Peter Maffay kann man nur staunen. Sein Leben, seine Karriere, seine Musik. Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich gestaunt über unsere Gemeinsamkeiten. Peter Maffay ist im Showgeschäft seit über 50 Jahren, genau wie ich. Er hat immer noch Lampenfieber vor jedem Auftritt, genau wie ich. Und genau wie mir bedeutet ihm sein Publikum einfach alles. Genau wie mir. Hallo Freunde. Genau. Genau wie ich ist er in Emden, Ostfriesland geboren. Hier enden unsere Gemeinsamkeiten. Also Motorradfahrer bin ich nicht und Ziegen und Schafe habe ich auch nicht zu Hause. Doch eines haben wir mit Sicherheit gemeinsam. Ein Herz und ein Scherz für Kinder. Peter Maffay hat seinen Drachen Tabaluga vor 40 Jahren auf die Reise geschickt. Bei mir ist es der Ottifant. Ah. Trotz der zahlreichen Ähnlichkeiten besteht keine Verwechslungsgefahr, denn es gibt einen entscheidenden Unterschied. Peter Maffay liefert die Originale und ich die Parodien. Und Originale, die von mindestens drei Generationen beim ersten Ton wiedererkannt werden, die sind sehr, sehr selten geworden. Und dafür bin ich Peter so dankbar, dass ich ihn mit dieser kleinen Parodie huldigen möchte. Aus meinem Sortiment Hänsel und Gretel. Manchmal gehen zwei kleine Kinder durch den Wald. Manchmal ist es dunkel, manchmal richtig kalt. Manchmal stehen sie vor dem Knusperhaus. Manchmal schaut sogar eine alte Hexe raus. Manchmal ist sie kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß sie nicht mehr, was sie weiß. Manchmal kann sie richtig böse sein. Und sie stellt dem Hänsel gar ein Bein. Und auf sieben Krücken muss er gehen. Sieben Pfefferkuchen widerstehen. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank. Peter Maffay and his band. Yes, come on. Meine Damen und Herren, Bühne frei für die lebende Legende beim Bambi 2023. Peter Maffay. Wir sind nur Täter.
wir mochten uns so sehr. Jetzt ist der Traum vorbei und der Kopf ganz leer. Aber ich will immer noch mehr. Du bist alles, was ich will. Ich kann nicht haben ohne dich. Ich schrei so laut und bin ganz still. Aber ich lass dich nicht im Stich. Sag jetzt nicht, den kann ich nicht annehmen. Ich kann doch nicht an, was da schon alles sein soll. Der ist für dich, der steht dir zu, ist doch klar. Danke. Und natürlich die Band, ihr seid wahnsinnig. Otto, danke euch. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, guten Abend. Es fällt mir wirklich schwer, die richtigen Worte zu finden und wie man diesen Moment verarbeitet. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Eins allerdings schon. Die Aufmerksamkeit, die uns zuteil wird, dieser Bambi fühlt sich an wie eine ausgestreckte, freundschaftliche Hand, die wir gerne ergreifen, weil er gerade jetzt und heute verbunden ist mit der Verpflichtung, der Wertevorstellung unserer freien Gesellschaft treu zu bleiben und an ihr festzuhalten. Auf der ganzen Menschheit liegt ein Schatten, sie ist bedroht von einem mächtigen, heimtückischen Feind. Es ist der Hass und die Gewalt, und beides müssen wir bekämpfen, gemeinsam mit aller Kraft und über alle Grenzen hinweg. Unsere Empathie muss den friedliebenden Menschen gelten, denn jeder Einzelne auf dieser Welt hat das gleiche Recht zu existieren und geachtet zu werden. Und was uns leiten sollte, ist nicht politisches Kalkül, sondern die Regeln der Humanität. Diese Erkenntnis geht zwangsläufig einher mit der großen Freude über diese wunderbare Auszeichnung. Ich möchte unseren Familien danken, unseren Freunden und Partnern, unseren Fans natürlich, die uns über 5 Jahrzehnte auf dem unglaublichsten Trip, den ein Musiker erleben kann, begleitet, aber auch ausgerichtet haben. Und wir werden diesen Bambi Otto auch in Zukunft mit unserem Tun versuchen, gerecht zu werden. Und Ihnen, meine Damen und Herren, allen hier, ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und ein Dankeschön an die Band, an meine großartigen Kollegen, mit denen wir ein halbes Leben lang teilen. Berührt mich sehr und
Ich danke Ihnen allen aus ganzem Herzen. Dankeschön. Peter Maffay!